Okay, hier wurde eine wunderschöne Gabel verbaut. Surly, die ist echt schön, aber die wurde offensichtlich falsch oder nicht ganz korrekt eingebaut in dieses Steiger. Und jetzt sollen wir schauen, warum. Warum ist das so? Die hat nämlich Spiel, die wackelt. Und der Kollege, ich will wissen, warum, wieso, was ist da los? Schauen wir uns an, ihr seid mit dabei. Und zwar machen wir das wie folgt. Zack. Erstmal fixiere ich die Gabel am Rahmen. Mit dem Spanngurt, also mit so einem Straps hier. Na, das mache ich so. Zack. Damit sie nicht ganz runterfällt, wenn ich jetzt hier oben aufschraube. Denn hier, die Kappe muss ich abnehmen. Da schraube ich jetzt auf als erstes. Da schaue ich mal nach. Na, da hat er irgendwas falsch gemacht. Ah, er hat den Expander falsch eingebaut. Okay. Also, liebe Leute, zum Thema Expander-Einbau jetzt ein kleines Video. Wenn ihr einen Expander verwendet statt einer Kralle, müsst ihr wissen, dass ihr zwei Inbusschlüssel braucht, nicht nur den hier oben. Ja. Das ist nur die Abdeckkappe. Die kommt raus. Die macht am Ende den Zug. Aber zuerst müsst ihr den Expander positionieren im Rahmen, in der Gabel. Das macht man hier mit dem Schlüssel. Das ist eine Nummer größer, ist ein 5er. Hier kommt ein 6er rein. Schaut ihr? So. Jetzt bauen wir den Expander ein. Schwupp, der verschwindet nämlich auch da drin, damit er auf dieser Position bleibt. Noch ein Stück mehr. Vorspreizen muss man den auch. Komme gleich! Genau, jetzt greift er. Schraubt den fest, den Expander. Wenn ihr den festgeschraubt habt, dann könnt ihr jetzt mit der Kralle, mit der Klammer, mit der Kappe, könnt ihr jetzt den Vorbau sozusagen dann hochziehen. Hier muss jetzt gleich noch gelöst werden. Machen wir gleich. Jetzt schaue ich erstmal, was vorne los ist. Komme! Kommt mal mit. Jetzt machen wir Thema Kralle erstmal zu Ende. Also, wie gesagt, ne, damit zieht man jetzt die Gabel im Grunde genommen nach oben, korrekt. Und das war's. So darf man natürlich nicht fahren. Wenn es schlackert, darf man nicht fahren. Also, jetzt kommt der Moment. Jetzt ziehe ich erstmal bis die Schraube hier. Zack, so, ne? Erstmal vorgedreht. Das ist auf alle Fälle wichtig, damit die Gabel jetzt nicht mehr runterrutscht. Dann öffne ich hier an der Seite die eine Verschraubung und auf der Seite die andere Verschraubung. Jetzt löse ich das Band. Wer runterfallen kann es nicht, weil wir ja die Kappe festgedreht haben. Und weil jetzt natürlich auch der Expander drin ist. Jetzt lege ich euch mal ab und hoffe, ihr seht alles. Jetzt haben wir hier das Spiel drin. Und gucken mal, ob wir das rauskriegen, indem wir hier jetzt einfach mal mit Gefühl drehen. Draußen ist es. Moin! Moin! Und jetzt schauen wir mal fest.
und zweimal fest. Jetzt machen wir einen Test, und zwar hier Bremse ziehen, Vorderradbremse ziehen und leicht nach vorne und hinten wackeln und schauen, ob es Spiel hat. Hat es nicht mehr. Das gleiche machen wir nochmal, indem wir das Rad auf die Seite stellen, einfach schauen, ob es Spiel hat. So merken wir die Lager vom Laufrad selbst. Genau. Also, so ist alles gescheckt, alles gut, alles schick. Das lenkt gut. Das sperrt, was hier sperrt, ist üblicherweise hier die Züge auf der Seite. Und das war's. Das Rad ist tippitoppi. Können wir nochmal nachziehen? Na, das ist fest genug. Hier oben noch. Ja, und das war's. Das war ein kleines Video zum Thema Headset, Krallen oder Expander richtig einbauen. Bis zum nächsten Mal.